Wenn ich es warm mache, kannst du die Haare noch föhnen. Also das, was heutzutage CCS heißt, haben die Franzosen schon Mitte der 90er Jahre eben auch gemacht. Von dem sind auch nur ganz, ganz wenige Stück gebaut worden. Beim schönsten Auto der heutigen Ausstellung haben wir außer der historischen Hülle ziemlich viel verändert. Hm. Ja, hallo, während sich der Thomas gleich mal schön macht und vor allem sein super Auto hier vorstellt. Wir sind heute, unschwer zu erkennen, in der Autostadt in Wolfsburg eingeladen worden zum E-Mobility-Event. Und hier stehen ein paar wirklich spannende Fahrzeuge. Neben gefühlt irgendwie 100 ID.3s und dem anderen modernen Kram, den man so hat, gibt es ja auch ein paar ältere Fahrzeuge. Ich habe euch ja auch schon zwei Videos gemacht zu den alten Golf und zu den Bullis. Und jetzt sind wir beim Thomas. Und Thomas, du fährst einen Saxo, ja. Ein Auto, was wie alt jetzt inzwischen ist? Naja, also auf dem Kennzeichen steht 2001, der ist tatsächlich von 2002, da habe ich bei der Zulassung nicht aufgepasst. Ja, also das Ding ist ja auch schon fast 20 Jahre alt und stell uns einfach mal dein Fahrzeug ein bisschen vor. Ja, damals man an? Im Prinzip in Kleinserie gebaut, das ist also kein Einzelumbau, sondern die Franzosen haben ungefähr 5000 Stück von denen gebaut. Mit Nickel-Cadmium-Antrieb, Akkus, Gleichstrommotor, war damals der letzte Schrei gegenüber den Blei-Akkus-Versuchen, die man hier zum Beispiel bei VW getrieben hat. Ja. Eigentlich eine gute Technik, weil höhere Kapazität, aber im Vergleich zu heute in Lithium-Akkus natürlich gruselig. Und da sind jetzt inzwischen Lithium-Akkus drin. Weniger Gewicht, viel mehr Kapazität, sodass man damit jetzt also auch relativ entspannt auf Langstrecke gehen kann, also irgendwie 150 Kilometer am Stück fahren kann oder sowas. Weniger Gewicht macht sich natürlich bemerkbar, das Auto fährt schneller, also es zieht besser an, es fährt noch genauso schnell wie vorher. Systembedingt 92 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit, reicht aber zum Mitschwimmen. In der Stadt sowieso, auch auf der Autobahn, Mitschwimmen geht. Und jetzt ist er eben ein bisschen leichter geworden und fährt dadurch also ganz flüssig eigentlich mit. Das Schöne ist oder das Interessante ist, Thomas, vielleicht Steve, zeigst du mal den Aufkleber. Thomas war schon 2014 bei der zweiten E-Tour Brandenburg dabei, also wir kennen uns. Thomas, was war denn der Grund, warum die PSA-Gruppe damals überhaupt gesagt hat, wir bauen so ein paar Elektrofahrzeuge? Sicherlich war die Idee eben dabei, dass man schon damals vom Verbrennungsmotor wegkommen wollte und was Neues machen wollte. Ist ja eigentlich für PSA erstaunlich, weil die ja eigentlich so sehr dieselaffin waren. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob sie das damals schon waren. Ja, die sind auch auf Flugplätzen eingesetzt worden. Die sind eben bei Stadtverwaltung oder was auch immer gefahren. Und naja, man muss sie gut pflegen. Also die Nickel-Cadmium-Autos muss man pflegen. Man darf sie nicht beliebig nachladen, man muss sie leer fahren, man muss immer ein Auge drauf haben. Und dann sind viele eben, sind die Akkus kaputt gegangen, ja, dann standen sie dann und wurden sie nicht mehr bewegt. Hm. Kannst du uns mal noch ein bisschen was zu der Technik von dem Fahrzeug erzählen? Wie ist denn jetzt im Moment die Batteriekapazität, die du jetzt eingebaut hast? Weißt du es? Ja, ungefähr 25 Kilowattstunden. Okay. Und wie ist das jetzt? Jetzt ist ja mal das Thema, ja, laden. Kannst du mit dem Fahrzeug eine Schnellladesäule? Jein. Also original ist ein 3,3 Kilowatt Lader drin. Ich kann aber mit Zusatzladern auch mehr. Und das geht dann über einen Typ 2 Stecker. Die CCS Stecker sind für mich unbekannt. Kenne ich nicht damit, kann ich nicht. Wobei die Franzosen das ursprünglich tatsächlich so gemacht hatten. Es sind vorne in der Ladedose sind tatsächlich Kontakte, um an einen DC-Lader an der Straße ranzugehen. Das gab es dann Versuchsserie in irgendwie ein paar Städte haben das gemacht, aber das war eben nur zu Testzwecken. Also das, was heutzutage CCS heißt, haben die Franzosen schon Mitte der 90er Jahre eben auch gemacht, also eine große DC-Säule an die Straße zu stellen und da eben Gleichstrom zu laden. Wir können ja noch mal hier rumgehen. Ich kann ja auch mal die Klappe aufmachen. Hier unten drunter sitzt die Ladedose, der Ladeanschluss. Und da führt ein Kabel tatsächlich, eins von denen hier, die beiden müssten das sein, führt tatsächlich direkt in die Elektronik, sodass man also hier mit so einer Gleichstromsäule, die an der Straße steht, eben tatsächlich mit Gleichstrom hoher Leistung direkt auf die Batterie gehen kann. Und das Kabel kann man eben nutzen und kann da irgendwelche Schnelllader anschließen.
Also, das muss man sich noch mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. 2002 hast du gesagt. Ja. Also im Prinzip 20 Jahre Elektromobilität. Das ist schon eher eins der letzten Modelle. Die Franzosen haben Mitte der 90er Jahre damit angefangen, mit dem Citroën AX, der dieselbe Technik hat. Es war noch ein bisschen enger unter der Haube, aber ansonsten genau 20 Nickel-Cadmiums und so weiter. Und das hat dann da auch schon funktioniert. Und naja, jetzt immer noch ein bisschen weiterentwickelt. Klar, kommt natürlich dazu, aber im Prinzip ist das die Technik von Mitte der 90er Jahre, die hier steht. PSA, das Peugeot. Ja, guck mal, das ist, da das ist genau dasselbe. Nur eben im Peugeot 106. Ja, fast genau dasselbe. Also ein paar kleine Details sind ein bisschen anders, aber im Prinzip genauso. Und ja, die Details sind jetzt eben letztendlich bedingt durch den Umbau. Ja, und ich finde das, so faszinierend, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Das ist über 20 Jahre her. Und wie lange hat man uns erzählt, dass das alles nicht geht? Und das gucken wir uns jetzt nochmal an einem anderen Beispiel an, was alles schon damals ging. Ich sage erstmal nochmal, Thomas, vielen Dank erstmal, dass du uns einen Einblick gegeben hast. Viel Spaß weiterhin. Jo. Und wir gehen mal darüber und schauen uns mal an, was Volkswagen auch schon vor über 20 Jahren hatte. Und dann würde ich sagen, Steve, du kommst mir einfach mal hinterher. Denn hier drüben stehen tatsächlich elektrische Golf, aber nicht vielleicht den E-Golf, den ihr euch kennt und vorstellt, sondern E-Golfe, sagt man das eigentlich so in der Mehrzahl, die ihr vielleicht so noch nicht gesehen habt. Und schaut euch doch mal die grüne Quietschkugel hier an, den kleinen Laubfrosch. Das ist also der erste, steht auch hinten schön prominent auf dem quasi Nummernschild drauf, der erste E-Golf von 1976. Zieht euch das rein, 1976. Von dem sind auch nur ganz, ganz wenige Stück gebaut worden. Ich meine sogar nur zwei oder drei sind davon gebaut worden. Und Bleisäure-Technik, also Bleibatterien eingebaut. Die waren hier, wenn ich mich richtig erinnere, zum Teil unter der Motorhaube als auch hier unten reingebaut. Und das Interessante dabei ist, oder das Schöne dabei ist, wenn man noch so ein bisschen auf alte Technik steht, ich weiß nicht, ob Steve das aufnehmen kann, da sind noch so analoge Instrumente eingebaut für Spannung, Stromstärke und Ladezustand. Also wirklich was ganz Tolles. Ansonsten Original Golf 1, Reichweite 70 Kilometer. Mit, wie gesagt, mit Bleibatterien, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h. Und wir gucken mal, wo der Ladeanschluss ist. Natürlich gibt es auch hier bei dem Fahrzeug keinen Typ 1 oder CCS-Anschluss, sondern VW hat im Prinzip, so wie man es heute auch noch oft gemacht hat, den ehemaligen den Tankstutzen einfach als Ladeanschluss genommen. Hier allerdings dahinter war so eine Art modifizierter CEE-Anschluss, um das Fahrzeug zu laden. Ich weiß nicht allzu viel über den Wagen, aber ich weiß, dass er auch schon mal eine Hauptrolle hatte in einer alten Löwenzahn-Folge. Die findet ihr sicherlich auch auf YouTube. Könnt ihr mal gucken in der Folge, wo es auch damals schon darum ging, umzusteigen. So, und die Entwicklung ging natürlich weiter, logischerweise, genauso wie das heute ist. Und ich stehe jetzt hier, ich habe die Ehre, hier zwischen zwei fast schon Oldtimern zu stehen, nämlich auf der einen Seite dem Golf 2 und hier der Golf 3, die City-Stromer, von denen habt ihr sicherlich auch schon mal gehört. Man hat also auch bei VW weitergemacht. Bleisäure-Technik ist man erstmal bei geblieben, also sind die klassischen Bleibatterien, die auch hier in der Fronthaube und auch unten untergebracht waren. Wir gucken gleich mal drunter. Reichweite auch so, ich muss noch mal gucken, ehrlich gesagt, waren hier etwas weniger, 45 bis 60 Kilometer, Höchstgeschwindigkeit aber schon 100 km/h. Und ansonsten der Original Golf 2. Und wenn, Steve, wenn du mal rumkommst, hier hinten könnt ihr mal einen Blick werfen, kann man nämlich ein Stück von dem Akkukasten sehen. Hier sind die Teile der Akkus also unten drunter gebaut worden. Auch das kennen wir ja von dem einen oder anderen modernen Elektrofahrzeug, wo man einfach den Akku unten drunter baut und man es zum Teil sogar sieht. Und hier drüben den Golf City Stromer 3, die dritte Variante, die unter anderem auch in dem Modellprojekt in den 90er Jahren zum Einsatz kam auf der Insel Rügen. Nach der Wiedervereinigung hat man dort verschiedene Elektrofahrzeuge zum Einsatz gebracht, um mal zu testen, und hat dann hinterher festgestellt, das geht alles nicht. Wir wissen heute, dass es natürlich geht. Und hier im Prinzip das Gleiche, die ersten Varianten mit Bleibatterien und dann Umstieg auf, das hat Thomas gerade erzählt, Nickel-Cadmium-Akkus. Ansonsten hat sich eigentlich relativ wenig geändert im Vergleich zum Golf 2 City-Stromer. Gleiche Reichweite, gleiche Höchstgeschwindigkeit, und geladen wurde wahrscheinlich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, über Schuko. Ach so, beim Laden über Schuko, da zeige ich euch noch was Schönes, kommt noch mal mit nach vorne, denn wir haben ja heute immer die Diskussion, wo ist der beste Ladeanschluss und wohin mit dem Ladekabel und was hat sich VW ausgedacht?
Wahrscheinlich hat einer der Entwickler gerade einen Staubsauger in der Hand gehabt und hat sich gedacht, so, die ist die Idee gar nicht schlecht, das Ladekabel einfach im Fahrzeug aufzuwickeln. Denn hier geht jetzt hier bei dem nicht, aber konnte man tatsächlich die Klappe vorne runter machen und ein Ladekabel rausziehen und damit an die nächste Steckdose gehen. Und ich bilde mir ein, dass das bei dem Golf 3 genauso war. So, und was sagt uns die ganze Geschichte? Lasst euch von niemandem einreden, es geht nicht. Und es geht sehr wohl und das sehen wir nicht nur an den Fahrzeugen. So, jetzt haben wir uns hier die Klassiker angeschaut, so wie sie damals eben waren. Und jetzt gehen wir mal rüber und gucken uns ein paar Fahrzeuge an. Klassiker, eigentlich Verbrenner, aber umgebaut auf Elektrotechnik mit modernster Technik. Kommt einfach mal mit, da drüben schauen wir uns mal ein paar Fahrzeuge an. Abgefahren. Ich bin jetzt wahrscheinlich beim schönsten Auto der heutigen Ausstellung und bei mir ist der Tobias. Grüße dich. Hi. Hi. Du bist von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Jawohl. Und ihr habt das schönste Nutzfahrzeug gebaut, was man sich vorstellen und was man sich vielleicht wünschen kann. Erzähl uns einfach mal irgendwie alles über dieses Auto in 3 Minuten. Ja, wir haben einfach mal versucht, einen klassischen Samba, Baujahr 1966, mit der aktuellen ID-Komponenten zu kombinieren. Das heißt, wir haben einen Samba-Bus genommen, wir haben eine Batterie vom ID3 genommen mit 45 Kilowattstunden, wir haben eine Antriebsmaschine vom E abgenommen und haben das Ganze mal zusammengebaut. Und es funktioniert wunderbar, es fühlt sich auch nicht verkehrt an, es fühlt sich gut an. Es ist halt eine Alternative zu einem herkömmlichen Verbrennermotor im VW-Bus. Wie seid ihr jetzt darauf gekommen, die Batterie vom ID3 zu nehmen und den Motor vom E ab? Wie kommt diese Kombination zustande? Aufgrund der Baugröße, die ihr zur Verfügung habt? Oder habt ihr da andere Ideen hinter gehabt? Wir haben ein Volkswagen-Herz und deshalb greifen wir natürlich in das Volkswagen-Teileregal. Ja. Ja. Und wenn es da einen schönen Batteriepack gibt vom ID3 und einen schönen Motor vom E ab, der mit der Leistung, mit seinen 83 PS optimal für den VW-Bus geeignet ist, dann versuchen wir das Ganze zu verheiraten. Ja, genau. Und das hat, wie man sehen kann, wunderbar gepasst. Was habt ihr denn sonst noch so an dem Fahrzeug verändert im Vergleich sozusagen zur Originalversion? Ich glaube, die Lampen sind nicht ganz original. Nicht ganz. Also das ist das Augenscheinliche, wo jeder, der das erste Mal diesen Bus sieht, anfängt nachzudenken. Da ist irgendwas anders. Mhm. Dann natürlich die moderne Farbgebung mit diesem Energetik-Orange, was ja auch aus den aktuellen Fahrzeugen bekannt ist. Wenn ich mir das Fahrzeug von der Seite angucke, sehe ich, Mensch, die Bodenfreiheit ist ein bisschen niedriger. Das heißt, wir haben eine komplett andere Vorderachse drin mit einer modernen Zahnstangenlenkung, mit Bremskraftverstärker, Scheibenbremse hinten, ist auch eine andere Achse drin. Mhm. Also eigentlich haben wir außer der historischen Hülle ziemlich viel verändert. Mhm. Wir haben den Innenraum komplett mit unserem VW-Design neu entworfen. Wir haben helle Materialien genommen, wir haben ein massiv Holzfußbodenpaket genommen und sogar bis zu kleinen Änderungen. Der Schalthebel ist, glaube ich, das offensichtlichste vom E-Up. Ich habe ja quasi das Automatikgetriebe und kann die verschiedenen Rekuperationsstufen einlegen. Habe ich eigentlich alles geändert. Der Wagen hat ja nur eine Straßenzulassung. Ihr könnt damit durch die Gegend flitzen. Wie ist es beim Laden? Auf welche Möglichkeiten könnt ihr zurückgreifen? Ich kann CCS schnell laden. Habe diese 45 Kilowatt Batterie, habe eine realistische Reichweite, das ist ja auch wichtig. Ne? Es gibt ja realistische Reichweiten, ich komme über 200 Kilometer. Und ich denke, das reicht. Ne? Ja. Es ist trotzdem ein alter VW-Bus und er ist zwar sehr leise, aber ab 90 hast du halt die Windgeräusche und die typischen Geräusche eines VW-Busses, wo du den Motor auch nicht mehr hören würdest, weil du hörst alles andere, hauptsächlich die Windgeräusche. Ja. Und somit, theoretische Höchstgeschwindigkeit ist 130, dann ist er abgeriegelt, aber Spaß macht es natürlich, auf durch die Gegend zu cruisen mit 80 also bis 90. 200 Kilometer Reichweite heißt, den nehmen wir heute Abend mit. Damit kommen wir gerade nach Berlin. Das passt. Wunderbar. Oder ich nach Hannover. Oder so. Und wie sieht's aus? Kannst du uns auch ein bisschen was über den Urvater erzählen? Weil wir haben ja hier auch noch ein bisschen die ganz alte Technik. Ja. Ja, da bin ich hin und her gerissen. Auch das ist faszinierend. Absolut. 1972 auf der Hannover Messe Industrie hat Volkswagen das erste Mal ein elektrisches Auto präsentiert. Und das war der Transporter. Dieser ist von 1977, lief lange Jahre bei den Berliner Verkehrsbetrieben. Da sind wir wieder bei euch. War damals als Flottenversuch eingesetzt. Über 200 Fahrzeuge wurden gebaut. Und damals mit 21 Kilowatt Leistung. Batteriekapazität mit einer Höchstgeschwindigkeit, die man irgendwann nach etlicher Zeit erreicht, 70 km/h, Reichweite 70 Kilometer, war das damals, Anfang der 70er, Ölkrise, es gab einen autofreien Sonntag, war das so auch mal eine Alternative? Definitiv. 1972, wir haben vorhin uns drüben schon mal den Golf 1 angeschaut, 1976, also da war schon einiges in der Mache. Ja. Fährt der noch?
Der fährt noch. Mit den Original-Bleibatterien. Die sind inzwischen nach 40 Jahren natürlich mal gewechselt worden, aber es sind immer noch die gleiche Batterietechnik. Heute kommt sie aus dem Gabelstaplerbau. Ja. Es sind immer noch die ganz normalen 2 Volt kleinen Batterien. Wir können ja gerne mal rangehen. Gerne. Dann gucken wir mal, was er unter der Haube hat. 850 Kilogramm Batteriepack. Damals nicht zwischen den Achsen eingebaut, wie bei dem E-Samba hier, sondern noch im Laderaum mit einem sogenannten Batterie-Schnellladesystem. Man konnte diese Batterie entriegeln, auf den Schlitten komplett rausziehen und gegen ein geladenes Exemplar wieder eintauschen. Das hatte die Berliner Verkehrsbetriebe, hatten wirklich auch am Berliner Tiergarten eine Ladestation, wo sie vorgeladene Batterien in die Fahrzeuge reinschieben konnten. Also es ist doch irgendwie faszinierend, dass manche Dinge gleich bleiben. Also das Akkugewicht haben wir heute bei anderen Fahrzeugen auch. Ähnlich, ja. Und mit anderen Zellen. Und die Idee, die Batterien nicht im Fahrzeug zu laden, sondern auszutauschen, wenn es schnell gehen muss, ist auch nicht gerade erst seit gestern auf dem Markt. Also Schnellladesystem ist quasi wie eine Powerbank inzwischen. Er fährt wirklich noch wunderbar. Hm. Er klingt ein bisschen wie die Berliner Straßenbahn. Hm. Wollen wir rein? Ja, klar. Jetzt. Drin absolut alles original, inklusive der Aufkleber der Berufsgenossenschaft, der zum Anlegen der Warnweste auffordert. Ist es also relativ einfach. Schützschlüssel, du hörst hinten das Gebläse. Und jetzt, pass auf, Berliner Straßen. Ist das auch noch der alte Motor? Ja. Das ist der alte Motor. 72 hast du gesagt, 40 Jahre, 50 Jahre alt. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich gerade für eine Zeitreise hier erlebe. Es ist irgendwie unglaublich, wenn man sich das überlegt. 50 Jahre ist das her und das Ding fährt, der Motor fährt immer noch. Batterie, klar, die Zellen ausgetauscht sozusagen, aber an sich geht alles. Ich muss das mal dazwischen werfen. Ich kann mich hier an so viele Dinge von dem Käfer meiner Eltern erinnern. Das Ding hier... das Geräusch, das dazu gehört, genau. Ich hoffe, ihr habt das gehört. Ihr könnt es nicht sehen, aber die Griffe, die nur so eine Art Plastikband sind. Ja? Und vor allem das Lenkrad ist natürlich auch ein Knaller. Und diese hauchdünnen Schalter an der Seite. Filigran. Es ist einfach ein absoluter Traum. Es ist ein absolutes Déjà-vu, was wir gerade hier drin erleben. Eine Zeitreise. Ich habe es ja vorhin gesagt, lasst euch nicht erzählen, irgendwas würde nicht gehen. Es geht alles, wenn man es nur will. Und wenn man jemanden hat, der sich so gut auskennt. Tobias, jetzt lassen wir noch mal kurz in den Samba rüber gucken. So kann ich jetzt mir angucken. 72% Batteriekapazität noch, Batterietemperatur. Gut, das ist einmal der Kollege. Das Ganze hier nochmal schön. Hier sehe ich dann auch die Rekuperationsstufen. Jetzt bin ich auf 4, kann runter regeln, also manuell. Ja, das ist ja im Prinzip, ihr habt alles übernommen vom IAB. Genau. Ja. Und wenn uns manche fragen, warum denn diesen großen Klotz hier? Ja, da sind nun mal diverse Mikroschalter drin, Bremse und das Gleiche. Und ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Ja, diese historische Anmutung, zum Teil noch die alten Sachen drin, mit der Verbindung mit den modernen Sachen, ist natürlich ein absoluter Knaller. Ja. Ja. Wir haben jetzt auch endlich mal eine funktionierende Lüftung. Klingt ein bisschen spacig. Wenn ich es warm mache, kannst du die Haare noch föhnen, aber... Ein Traum. Eigentlich wäre es jetzt genauso. Lautlos losfahren. Ja. Fährt sich deutlich angenehmer und moderner als der T2. Ja. Auch eine bessere Rundumsicht natürlich. Ja. Ja, keine Rückfahrkamera im Display. Es gibt Sachen, an die gewöhnt man sich, so Einparkhilfen und dergleichen, aber und ein bisschen Autofahren darf noch sein. Aber du stellst dann fest, dass es auch ohne geht, ne? Geht auch ohne. Ja, vor allem, das ist hier so. Ja. Das ist ja auch so, du hast gefragt, wie ich hier drin sitzen kann mit 1,90 Meter. Ja. Ja, man muss das Ganze locker sehen. Der hat auch, du hast vorhin gesehen, CCS, ne, hast du gesagt, ja, genau. Okay. Mal nach hinten gehen, Motor angucken. Können wir uns gerne noch mal kurz anschauen, gerne. Oh, die Türöffner. Unglaublich. Ein Traum. So, laden. Wo kann ich ihn laden? Keine. Ich tippe mal unter das Nummernschild. Jetzt sagt er mir, oh, ne? Hast du gesehen? Einmal rot geleuchtet. Ja. Er will was von mir. Jetzt einfach nur das fummelige Käppchen abnehmen. Stecker rein. Und fertig ist. Und laden. Ja, ein Traum. Und zum Entriegeln, entsichern, zack. Und das Ganze natürlich auch unten ist noch der zweite. Ja, ich höre oft die Frage,
Warum baut ihr denn ein Samba um? Also dieser Samba war in einem ursprünglichen Zustand kurz vor Wegwerfen. Also es war jetzt nicht ein Sammlerfahrzeug. Wenn mich jetzt jemand fragt, wie könnt ihr nur? Ja, wir können. Warum macht ihr das? Weil wir es können. Und wir zeigen einfach mal, wie man aus einem Samba, einem klassischen Samba, mit einiger Hilfestellung, mit einigen Kniffen wirklich ein funktionierendes Elektrofahrzeug bauen kann. Und das haben wir hier, glaube ich, ganz gut gezeigt mit den verwendeten Materialien und Wert. Was ist so ein Auto wert? Immer das, was man bezahlen möchte oder das, was einem der andere gibt. Ein guter Samba ist immer im sechsstelligen Betrag. Und ja, dann hat er noch nicht die E-Komponenten. Und dann landet man irgendwann in Preisregionen. Kann sich, glaube ich, jeder selber ausrechnen. Tobias, ich danke dir erstmal ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das alles zu zeigen. Super interessant. Ja, gern geschehen. Was ich cool finde an den Projekten und auch, dass ihr das am Leben erhaltet, ist einfach zu zeigen, dass es alltagstauglich ist, dass es funktioniert. Das ist eigentlich, man braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber es ist noch keine Raketentechnik, nahe dran, aber noch nicht so ganz. Und von daher, glaube ich, ist es das Wichtigste auch für euch, auch bei den anderen Oldtimern, die wir euch gezeigt haben, Oldtimer in Anführungszeichen, die wir euch gezeigt haben. Immobilität ist alltagstauglich, funktioniert und macht vor allem wahnsinnig Spaß, vor allem in so einem wunderschönen Stück. Und da du ihn nicht mitnehmen kannst, habe ich Fingerfertigkeiten, hast du gerade gesagt. Habe ich. So einen kleinen Samba zum selber ausschneiden aus Papier. Viel Spaß damit. Ich glaube, dass wir da schon mal ein bisschen was für unseren digitalen und elektrischen Adventskalender haben, was wir verlosen können. Also bleibt stay tuned bei uns auf dem Kanal. Habt ihr ein nächstes Projekt? Ja. Kannst du es schon verraten? Nein. Alles klar. Dann wünschen wir euch viel Spaß dabei. Danke, ja, Tobias. Danke. Viel Spaß noch heute. Ciao.